Hey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Okami HD. Ja, im letzten Part haben wir ja den ganzen Katzenturm abgeschlossen. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Rebel, aber er ist gerade versteckt, um die bösen Wesen fernzuhalten. Ja, das wissen wir bereits. Jetzt lass ihn uns endlich finden gehen. Ja. Nee, hier noch nicht. Auf die Suche nach den Viren. Ich will erstmal die anderen Inseln besuchen gehen, ne? Locker runter, ja, natürlich. Da ist wieder so ein Scheißstein drauf. Und ein Gegner? Würde mich auch nicht wundern, wenn hier noch versteckte Schätze sind. Ja, aber heute schon zum Drachenpalast kommt, ich weiß es nicht. Ja, ich wüsste es doch. Ja, deswegen machst du so einen Aufheben? Naja. Ja. Noch etwas? Ja. Gut, den hätte man aber auch tagsüber gesehen. Was gibt's noch? Ein Kristall. Kristall, der einen verzaubernden Glanz ausstrahlt. Ich glaube, das ist auch neu. Ja, diese Klamotten können wir ja immer noch nicht. Na, schauen wir mal, was wir hier für Gegner haben. Naja. Keine großartigen Zähne. Naja, dann. Weiter. Ja. So, dann mal zur nächsten Insel. Bei der Insel können wir ja leider nichts tun. Ne? Naja. Ne. Zeig mal ab da. Mit den Steinen. Ja, kennt ihr ja. So, was kriegen wir denn da noch? Noch ein Kristall. Naja. Und hier haben wir noch einen Gegner. Und sogar mehrere. Und eine geheime Höhle. Hey. Könnte sogar eine Gegnerhöhle sein. Schauen wir doch mal, ob es eine Gegnerhöhle oder eine Schatzhöhle ist. Nee, nur eine Schatzhöhle. Gut. Aber nee, das passt schon. Ach, komm schon. In diesen Höhlen kann man eigentlich auch ziemlich gut seinen Magen jedes Mal wieder auffüllen, ne? Komisch, diesmal sind hier keine Tiere drin. Naja. Na, komm schon. Na, manchmal, ne? Was haben wir denn da?
So, noch irgendwas? Ne. So, was haben wir denn hier? Julien. Ach so, da, das ist so ein Spende-Ding. Da kann man denn halt was spenden. Hey, ist ja Geld drin. Vielleicht ist das, ist dies einer dieser göttlichen Quellen. Man sagt, der Gott dieser Quelle hilft jenen, die ein wenig Geld in die Quelle werfen. Hätte nicht gedacht, hier eine göttliche Quelle zu finden. Naja. 10.000 Yen. 40.000 Yen. Naja, komm. Du hast 40.000 Yen reingeworfen. Wow, sieh doch das mal an. Die Quelle glitzert ganz schön. Die Quelle muss Geld nehmen. Ich wette, es wird etwas Gutes passieren, wenn du eine größere Spende machst. Ja. Es ist noch nie was Gutes bei rumgekommen, wenn man zu viel Geld hat. Warum nicht Geist und Seele durch eine kleine Spende läutern? Naja. Ich habe aber nur noch 5.000. Oh, warte, einen Moment. Du kannst keine Spende machen, wenn du selber pleite bist. Ja, genau. Naja, gut, das Geld, das bleibt aber gespeichert, was man gespendet hat, ne? Ja, es gibt nämlich mehrere solche Quellen, ne? So, schauen wir nochmal, was wir hier so für Gegner haben. Donner und Wind. Naja, gut. Wie viele Dämonenszenen haben wir jetzt eigentlich? 70, naja. Geht auf jeden Fall mehr. So, sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht danach aus. So, was haben wir denn hier? Ja. Na, ich glaube, das war einmal zu viel. Ja, naja. Okay. Ja, mit so einer Waffe sollte ich normalerweise nicht auf Dämonenzack ja gehen. So, wo ist denn unser Fisch? Unser Orca. Naja. Ach, nun komm schon. Ja, ich weiß. So, dann wollen wir mal weiter, ne? Ja, da hätten wir jetzt hier noch eine kleinere Insel. Nehmen wir nochmal Nacht. Ich will erstmal hier auf der Insel umgucken. Ja, den Wirbel, den finden wir noch.
Ne, ich weiß bloß nicht, ob wir es diesen Part schon schaffen. Naja, da gab es auch nicht wieder viele Mondszene. Naja. Mann, ich brauche mehr Dämonenszene. Gut, nachher, wenn ich denn halt... die bessere Technik habe, dann geht's auf jeden Fall auch. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht. Normalerweise sollte es gehen, diese Technik immer und überall anzuwenden. Da haben wir sie. Da gesehen. Naja. Eieieiei. Ja, wie gesagt, jetzt können wir diese Technik halt auch normalerweise komplett ohne irgendwie Feuer in der Nähe zu haben. Ich glaube, darunter ist nämlich auch noch eine Höhle. Ja. Ja, dann mal rein da. Aber ich meine, das könnte eine Bosshöhle. Auch nicht. Komisch. Also momentan finde ich andauernd nur diese Schatzhöhlen. Ja. Komm schon. Ja. Könnten wir denn auch mal wieder ein bisschen was auffrischen hier? Ja. Ich sage ja, manchmal geht's nicht. Ja, hier wäre dann nochmal so eine Spendenquelle. Hier kann er werfen, wie auch immer. Es ist noch nie etwas Gutes dabei rausgekommen. Ja. Ey! 5000 Yen reingeworfen. Okay. Das ist doch eine andere Quelle. Nee, dann werden doch die Quellen nicht einzeln gespeichert. Ich dachte, das sind immer dieselben Quellen. Aber ich das so sehe, ist das nämlich eine ganz andere. Bis zu 20.000 Yen kann man hier nämlich spenden. Du hast 20.000 Yen reingeworfen. Passiert aber immer noch nichts. Naja. Okay. Tja, und diese ganzen Quellen dann mal merken, ne? Die ganzen Spendenquellen. Ja, man kriegt da, glaube ich, entweder halt so ein Sonnenfragment 4 oder so eine Perle. Weiß ich bloß nicht mehr so ganz genau. Okay. Die Insel haben wir auch, aber ich glaube, das war auch die letzte Insel. So. Unbedingt auf ihn zuschwimmen sollte man natürlich nicht.
Ne, ist aber logisch. Aber... So... Da hinten sind noch welche. Nun schauen wir doch erstmal, was die... Was es da gibt. Fetz. Absteigen, ja. Jo, hier gibt es nun Klee. Ja, ich denke mal... Nein. Eigentlich nicht, aber naja. Okay. Ja, der sagt auch immer wieder dasselbe, naja. So, dann haben wir da... Oh, hier haben wir auch noch eine Insel, okay. Naja. So. Schauen wir noch mal, was hier drauf ist. Ganz schön viele Inseln, ne. Trotzdem machen wir wieder Nacht. Wegen versteckten Schätzen. Sicher sehen. Okay, da ist nichts. Das hätte man theoretisch auch tagsüber gesehen. Noch ein goldener Pfirsich. Den Magen komplett. Oh, und noch eine Höhle. So. Ach nee, das ist eine Buddelhöhle. Stimmt. Oh, das ist diesmal eine Boss-Höhle. Ja, nee, dann machen wir das im nächsten Part mit dem Boss hier. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt er jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht. Naja, da könnt ihr jeweils sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den zwei Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.